Salve, meine lieben kleinen Jabraus draußen. Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. So, dieser Name ist echt grausam auszusprechen, aber gut. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ja, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja. Da sind ein paar alte Leute drin, da kann ich auch mal ran. Sag's mir einfach nicht, wenn du rammelnde Rentner erwischst. Spart mir den Papierkrieg. Respekt vor dem Alter, bitte. Welchen Alter? So alt bist du jetzt auch wieder nicht. Da. Muss ich die Wärter aufpushen. Rufen? Ja, mach das. Hab. Muss Machst ich ja doch die nichts. Die klauen mir hier mein Spielautomaten, Kleingeld. Ich habe 10 Minuten bis zur nächsten Pille. Ein Foto? Haut hin. 10 Minuten schnell, der alte Mann breckt sonst. Wird sterben. Kann ich ja klauen, die Schwester oder? Hilft mir dann, dich auf CompuSafe zu finden. Was? Wie bitte? Hast du was gesagt? Ist es bald 4? Ich will Abendbrot. Mein Enkelkind besucht mich nie. Also machen wir jetzt ein Foto. Ja, schauen Sie sich seltsam an. Ist ja ganz, ganz daneben einfach. Danke, Kindchen. Bitte. Und das finde ich dann in diesem Internet? Ja. Ja, geh nur, wie alle anderen auch. So, was kann man hier machen? Kann ich hier spielen? War auch zu cool gewesen, oder? Ich treffe zwar keine Note, aber hey, spielen kann ich daran. So, das war's. Wo ist der Rest? Hm, okay, gut, es war ein ziemlich kleines Abenteuer. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas Besonderes darin. So. Ich sehe schon, hier hinten ist absolut gar nichts mehr. Vielleicht ist das ein Schnellreisepoint, sehr cool. Oh Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wo gut machen wir da hinten. Na, steht eigentlich da drauf. Hier gut. Das war scheinbar, oder? Kann ich dann wenigstens da runter? Vielleicht kann ich ja wenigstens runter, muss ich mal gucken. Vielleicht müssen wir ganz kurz mal einen Cut machen, weil sonst dauert jetzt 2 Jahre. Bis gleich. Ich bin der schnellste in der Stadt. Yes, jetzt nicht mehr lange, aber... Fantastisch! Bring mich runter. So. Bitteschön. Wir müssen auch mal in die Schule, das ist auch wichtig, ja. So, Dalla, was haben wir denn hier Schönes? Einen Schneemann und nach hinten, jetzt geht's aus. Da ist ja scheinbar noch ziemlich viel gesperrt. Finden wir jetzt. Einfach durch, geht schon. So, na gut, gehen wir später dahinter. Ich hab einen Hut gefunden. Gar keinen Hut. Aber wir müssen ja erstmal die ganzen Superhelden freischalten, sonst geht das nicht so einfach. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Hier kann ich alles Fotos machen. Das scheint ein bisschen grün. Klar, ich mach 10 Selfies täglich. Ja, schön. So ein Bild. Ich weiß nicht, wieso geht das jetzt? Ja, schön. Schick. Noch angekotzter. So. Du hast wahrscheinlich eine Aufgabe für mich, safe. Ja, danke. Was willst du von mir? Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Oh, bist du ein bisschen pessimistisch. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Ah, na schön. Fast. Was war das? Okay, keine Schluss Ahnung. Mit dem Scheiß ein für alle Mal. Ja, beruhig dich. Du kriegst sowas in die Fräse. Ich war das nicht. Ich hab's nur angefurzt. Lass das. Lass das. So, und du schaust kurz die Seite. Die Schule ist aus. Was machst du noch hier? Oh, ich kann Scheiß. Geh mal weg, du. So, was haben wir hier? Ein Trophäenschrank. Hier geht's auch nicht. Sag mal, die Schule ist hier ein bisschen. Ja, ein bisschen leer. Okay, gut, das ist nach der Schule, was die Modelle machen. Muss ich wahrscheinlich später auch noch durch. Das ist bestimmt noch ein cooles Schullevel. Oh, da kann ich nichts machen. Kann ich rein? Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Okay. Oh, nein. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay?
Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Junge, gut, genau, geht klar. Also, naja, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cisgender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und dann fühlst du dich als Cisgender oder Transgender. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also, er hat mir gerade erzählt, dass er Cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt. Okay? Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden. Okay? Also komm jederzeit wieder. Leute, was ist nee, jetzt komm. Ich mach gern Überstunden für Problemkinder wie dich. Schnauze, ich scheiß dich an. Digga. Wenn ich sag, ich bin das, dann bin ich das und fertig. Sonst daran so schwer. Oh Mann, der hier. Sauspack wieder zugeschlagen. Guck mal, das ist ein Spinn. Spinn, scheiße. Was war das? So, war's das jetzt, oder wie? Das könnte jetzt sein. Jetzt bin ich extra runtergekommen, nur ein bisschen. Nur zu sagen, dass ich das Geschlecht bin, mit dem ich geboren wurde. Nur um das zu sagen, bin ich jetzt extra hier runtergekommen. Schau, schau, schau! Das ist doch ein Cisgender-Junge! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Bitte! Dich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Und ab die Post. Weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Mann, das Game. Die Sichtbare sterben nicht. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Ja, denke ich mir auch gerade. Auch wenn du es mir nicht glaubst. Sieh kein Fett! Meine einzigartigen Talente im Dienst der guten Sache! Mach sie fertig, Saftsack! So, das ist relativ gut. Jetzt war ich auf einmal am Furzen. Krieg ich jetzt wieder Krankengeld? Halleluja! So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Piu, piu. Es gibt krasse Bräunungsstreifen. Alter, das ist... Das Publikum wird toben. Das ist halt einfach... Was geht hier ab? Oh, wer braucht hier Pflege? Der stoppt ja sowieso. Ah, der da hinten kann noch einen mehr hauen.
nur das Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Ja, das ist nicht lustig. Oh, fahr jetzt endlich mal rum. Cool and Friends für immer. Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Keine Angst. Ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft. So. Ach, dann kommen wir gleich hinterher. Krass. Ja, scheiße. Recht schaffen. Du schaffst das. So. Ich bin ein bisschen zu weit weg, um das zu schaffen, Kollege. In den Startlöchern. So, eigentlich können wir nur mal seine Fähigkeit ausprobieren. Schade. Kann ich wohl doch nicht. Mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt, das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Alter, echt widerlich. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Nice, Leute. Nice. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Cool Ende. Du willst jetzt, dass ich extra dir ein Taco kaufen gehe. Ja, okay, ich würde sagen, wir machen gleich mit der, was machen wir weiter? Das kann man ein bisschen nachmachen. Ich glaube, wir machen mit der Kirchenmission, obwohl hier sind noch ein paar Nebenmissionen, Leute. Genauso wie die da oben hätte ich auch ganz gerne. Ah, komm. Nächste Mission ist die Kirchenmission, komm. Das kann man später machen, obwohl jetzt nicht hier sonst ein Taco gehen, glaube ich, spielen soll. Was kurz hier noch, Artefakte kann ich gleich nochmal jetzt ausrüsten, dann bin ich gleich doppelt so stark. So, was haben wir hier jetzt noch zur Auswahl? Ach, das hier. Relativ, ja, das ist nicht schlecht. Erleben ist so. Ach, das hier, komm. 80! Oder der Abmarsch zu Kirchenhof. Aber wir müssen unseren Glauben bestätigen, wie es ausschaut. Oh, guck mal, hier ist nochmal Schnellreiseport. Was total unlogisch ist an der Stelle. Aber ja gut, ich nehme es mal so hin. Da hinten ist nochmal ein kleines Paket. Was haben wir denn hier alles? Können wir jetzt dann wieder ein paar Sachen herstellen? So, Render. Oh, hallo mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen, aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen, aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe blau? Oh, hey. Ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau. Ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein.
Nein! Ich will nicht, ich will da raus. Oh Mann, was ist denn das hier jetzt für eine... Ja, und die Attacken, ich kann bloß anfurzen. Schlag mich! Mann, der steht noch drauf. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich! Jetzt zieh dich nicht so! Scheiße, Digga, was gibt bei dem Schäden? Ihr braucht unbedingt, ich muss so hart wie möglich zuschlagen. Ich brauch mal eine Lektion hier. Komm raus, wo immer du bist. Ja, er ist richtig auferstanden. Warum macht er das schon wieder? Na gut, in der Zeit schlage ich halt den. Auch gar kein Problem, wenn ihr zwei nur diese Angriffe macht. Derzeit schlage ich deinen Kollegen hier so K.O., dass er nie wieder was braucht. Krieg ich ein Küsschen, wenn ich dich finde? Digga, zisch ab, du Schmarotzer! Bitte, bitte, ja, das könnte gut hinhauen. Ja! Oh, das mag ich! Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll. Nein, aber ich dich. Meiner Liebe. Oh. Was denn? Oh. Oh Mann. Scheiße. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Toppen auch wirklich alles. Die toppen immer. Das ist die toppen auch wirklich alles, so eine Scherz. Ja, kipp her. Ja? Hätte ich mir eigentlich auch irgendwie denken können. Aber wo muss ich das eintippen? Wo? Sagen Sie es mir, wo muss ich das eintippen? Vielleicht, ja, wahrscheinlich hier vorne. Da könnte nicht einfach die Zahlen stehen. Ja, vielleicht, Knie nieder. Vor dem Herren. So, da haben wir hier noch ein schönes Bild. Ein Bild in einem Bild, habe ich sogar gerade gesehen. So, hier haben wir Weihwasser, das wird zur Hälfte aufgebraucht ist. Kondome, ja. Diesen Raum sollte man mal entlieben. Hä? Was hat das jetzt mir gebracht, hier hinter zu gehen? Ah. Na, wenigstens hat es etwas gebracht. Die Folge und nicht als die Folge. Erinnerst du auch Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Ich erinnere mich nicht. Oh man, diese Bären. So, hier ist ein. Oh, ein Gift. Ich muss schon sagen, der Kampf hier war jetzt ein bisschen zu einfach, aber. Das ist halt so eine Scheiße ausdeckt. Das ist halt etwas ausgekommen.
Mit anderen Game wird so ein Shit abgezogen. Safe. Das ist halt eben der Charme, was das Ganze ausmacht. Die nehmen halt keinen Plattformbund. Fertig. Der, wo es halt nicht erträgt, der schaut es nicht. Fertig. Das ist ganz einfach. Man kann. Das ist unscherzig. Ich finde es total lustig. Scheiße. Es gibt viele Leute, die regen sich ja dann auf, wenn über irgendwas hergezogen wird, aber. Humor. Fertig. Man muss einfach Humor zeigen. Das meint keiner von denen böse. Das ist einfach nur. Ja, manche Sachen gehen vielleicht ein bisschen zu weit. Manche Sachen. Aber. Komm. Total geil ist es trotzdem. Wie shit, wie die labern. So. Was haben wir hier? Kann ich mit dir reden? Willst du mich warten, weil ich krank furzt habe? Guck mal, ich furz passant vor dir an. Eine Wurst absetzen? Ja. Das war jetzt eigentlich der Plan dahinter. Okay, dann müssen wir auch noch rein. Haben wir auch noch irgendeine Mission. Was bist du denn? Ein Rodeo-Clown? Geh schon durch. Der Kerl wurde durch die Camp furzt. Nicht mit jedem Selfies. Oh Mann, ja, kann ich jetzt durch? Danke. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polaken. Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Nimm erstmal den Fest, dann vielleicht. Okay. Die Sprüche hier muss ich auch wieder aufpassen. Ja. Ja. So, da. Weil der Sprung nicht so gut verstanden, was er gerade gesagt hat. Ich glaube, das muss ich mir später nochmal in der Aufnahme anhören. Das. Also. Oh, oh, wen haben wir denn da? Noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Hab ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.